Punkt 4. Ich bedauere es aufrichtig, dass Marion Kiechle das Kabinett nach einem halben Jahr schon wieder verlassen muss. Als Quereinsteigerin stand sie für frischen Wind oder als jemand, der eine abweichende Haltung beim Kreuzerlass hatte, auch für gesellschaftliche Modernität. Beides, meine Damen und Herren, fehlt dem neuen Kabinett. Dazu passt ein Kommentar des Münchner Merkur vom Wochenende. Da heißt es, anders als in Bündnissen mit Grünen oder FDP könnte sich die CSU in Kombination mit den Freien Wählern als progressivere Kraft profilieren. Das, meine Damen und Herren, ist die höfliche Umschreibung für die Erkenntnis, neben Hubert Aiwanger wirkt selbst die CSU modern.